So, guten Morgen, Kinders. RDLP hier und willkommen zurück zu Drug Dealer Simulator. Ja, nach dem Fail gerade mit dem Waschpulvermix habe ich das jetzt alles in Glas getan. Ja, das verticke ich jetzt nach und nach. Scheiß der Hund drauf, ja. Ich brauche einfach einen größeren Mixer für sowas. Das kommt bitte einmal in den Mülleimer. Egal, ich liefere jetzt Eddie erstmal sein Geld ab und dann, ja. Genau. Liefer Eddie erstmal sein Geld. Nicht alles. Also er will ja 1850 haben. Das habe ich jetzt absolut nicht am Start. Ich gebe ihm erstmal 1000. Wie viel habe ich dann noch? Ja, das reicht. Und dann gucke ich mal, wie das Ganze aussieht. Weil ich muss Speed nachbestellen. Habe ich was dabei? Ja, allerdings. Wieso laufe ich hier mit Meth und allem rum? Ja, scheiße. Nee, das packe ich erstmal wieder auf den Tisch. Das geht nicht. Wenn ich Geld abhole, dann. Nee, bevor die mein ganzes Geld beschlagnahmen und ich pleite bin. Und in einem Pappkarton leben muss, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. So. Dann bringe ich es ihm jetzt vorbei. Ich habe keine mehr. Gut. Wie sieht es eigentlich aus hier? Ah, gut, mein Risikofaktor ist wieder super niedrig. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Bürger. Na toll, jetzt könnte ich ihm was zum Probieren geben. Ah, ich musste natürlich alles auf meinen Tisch klatschen. Das war es natürlich wieder schlau gewesen. So, Eddie. Okay, weg hier, danke. Boah, ich weiß noch, wie ich Eddie damals vor 3 Tagen, immer nur 100 Dollar vorbeigebracht habe. Jetzt zu Tausende. Ja. Bin schon eine richtig große Nummer hier geworden. Ich weiß noch, wie ich mit meinem guten Kumpel Eddie da auf der Bank gechillt habe und er, weil er Mitleid hatte mit mir, sein Joint mir angeboten hat. Und jetzt bin ich einfach so eine Riesennummer hier. Das ist der Wahnsinn. Warte, das muss ich strategisch machen. Meth habe ich 20 Gramm. Und das, gut. Da habe ich 29 Gramm von meinem Scheißmix. Finde ich gut. Das ist der Scheißmix, den nenne ich auch so. 10 Gramm. 10 Gramm Ecstasy habe ich noch, aber hier hinter liegt noch was, ne? Ja. Gut. Dann bestelle ich einmal 30 Gramm. Außer er will irgendwas. Methamphetamin, okay. Eddie. So, neues Angebot. Dann baue ich 30 Gramm hiervon. Oh, Caps ist schon wieder an. Gibt's doch nicht. Nicht 40. Ich hab doch gesagt 30. Ich hab's gesagt, also gibt das auch ein. So, 30 Gramm. Ich habe noch 10 Gramm Marihuana. Da kannst du mir auch nochmal 10 von geben. Nur für die Dealer, falls die was wollen. Dann Meth will ich auch nochmal ein bisschen was haben. Zwar 30 Gramm. Nee, das ist zu viel. Ich mache erstmal 20. So, Bestellung. So, Kunden habe ich genug. 19 Gramm Drops kriegst du gleich. Die kriegst du sofort sogar. Ja. Müsst ihr auch noch am Start haben. Ja, ganz knapp habe ich die am Start. Ecstasy strecke ich halt nicht. Vielleicht hätte ich das noch bestellen sollen. Egal. So. So, wo chillt die? Da hinten, okay. Ja, ich bringe das erstmal vorbei. Und nee, warte, wie viel wollte der jetzt noch haben? So, Eddie hat mir eine Nachricht geschrieben. 15 Gramm Meth, okay. Da mixe ich eben kurz was zusammen, weil die kriegen das nicht pur. Das sehe ich nicht ein hier. 18 Gramm hinzufügen. So, Acetol. 1 Gramm. Wieso ist ständig Caps an? Nee, ich verstehe das nicht. Wie viel will er? 18? Dann mache ich 12 Gramm. 12 Gramm? Ist das genug? 12 Gramm? 6 Gramm? 12, 17, 18 Gramm will er. So, 12 plus 5 sind 17. Ja, pack mal alles rein.
Warte, Mixed Details, das wären 21. Packen wir noch. Ja, das passt. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das ist mein Meth. So. Dann packe ich das gleich in Crystallizer und dann bringe ich das auch noch eben vorbei. Komm jetzt. Achso, stimmt, das geht ja schneller. Scheiße, aktiviere Arbeitsstation. Mit der Arbeitsstation komme ich auch echt nicht. Achso, da ist noch was drin. Ah, gleich geht Polizeistunde los. Das ist ja kacke. So. Ja, machen wir ruhig alles rein. Dann kristallisier das mal. Und dann bringe ich erstmal die Drops vorbei. Ja. Wo chillt die denn? Beim Marktplatz, ne? Keine Cops, gut. Ah, da hinten ist die. Müsste Rose sein, ne? Die will immer das haben. Ah, shit, jetzt habe ich keine Probierproben dabei. Nee, es ist nicht Rose, es ist Sonnenbrillen-Heini. Das habe ich doch noch gar nicht. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Ah, fuck, ey. Ich muss hier hin, ganz woanders hin. Wow, das war jetzt ein richtiger Fail. Keine Cops, gut. Ja, mein Risiko ist eh so gering. Da muss ich nicht mehr auf die Cops achten. Ich hatte noch nicht einmal die DEA am Arsch oder so. Also ich mache das eigentlich ganz gut, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Geht doch voran. So, ja, habe ich. Nee, das ist immer noch der falsche. Mann, nee, ich fail schon wieder nur. So. Wo bist du? Ah, Cops, scheiße. So, hier bist du. Level 16. Bam. Kokain. Ja, endlich Kokain. Yeah, Mann. Das wird geil. Jetzt wird's richtig Spaß machen. Boah, das wird so krass. Leute, das wird so krass. Boah, das ist ja geil, Alter. Das schalte ich jetzt aber noch nicht frei in diesem Video. Oder doch, das können wir, glaube ich, auch schon mal machen. Kokain, check das mal aus. Ja, geil, Alter. Boah, bin ich. Das ist richtig geil jetzt. Ja, wie lange willst du denn hier noch rumtrödeln? So. Die Arbeitsstation. Produkt verpacken. Wie viel wollte der? 18, ne? Jupp. Wo chillt der? Das ist der Ben. Ben ist, glaube ich, echt so mein bester Dealer. Also der hat schon echt was drauf auf dem Kasten. Andere sind da ja eher ein bisschen inkompetenter. So, Ben war irgendwo hier. Boah, ich habe richtig Ausdauer mittlerweile. Ich bin so schnell wie ein Auto, ey. Wie ein Porsche laufe ich hier durch die Gegend. So, zack. Ich muss noch Gebiete freischalten. Eigentlich. Ja, ich habe 1000 neue Nachrichten schon wieder. Eh klar. Polizeistunde geht gleich los. Na super. So, ich muss eben gucken. Ich habe neue Skillpunkte. Ja. Was nehmen wir denn da Schönes? Tarnkappe. Dann machen wir einmal das. Ah, toter Briefkasten. Supermarkt. Okay. Hol ich das erstmal ab. Dann beliefere ich noch meinen Dealer. Ja, toll, Polizeistunde. Ist ja ganz was Feines. Hä? Ich dachte, das wäre hier. Nee, doch nicht. Shit.
Warte, da steht doch ein Korb. Erdi, was machst du? Das hier ist nicht der Sportunterricht, wo du unnötig über 1000 Dächer hüpfen musst. Hä, wie komme ich denn da hin? Da habe ich noch nie... Hä, das ist doch hier. Ja, sag ich doch. So, dann ab nach Hause. Wo steht nochmal mein Haus? So, hier. Ha, eigentlich kann ich auch Koks jetzt freischalten. Mache ich eben gleich. Pack das, klatsch das noch eben auf den Tisch. Die Drogen und dann. Ja. Ah, habe ich doch gut eingekauft. Was habe ich denn jetzt alles? 30 Gramm hiervon? Okay. Gut. Gut, gut. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Koks freischalten. Stimmt, Cocaine. Ah, geil. 2 Gramm Disco, die mache ich gleich. Muss ich gleich gucken. Wo ist denn jetzt Koks? Wo kann ich denn da? Ah ja, hier. Bam. Oh, das ist natürlich krass. Ja. Das ist natürlich krass. So. Jetzt muss ich eben überlegen. Genau, wie mache ich das jetzt? Ich kann das hier nicht zusammenmixen. Muss ich das überhaupt zusammenmixen? Ich würde das halt gern... Das ist doch scheiße. Ich brauche ein Glas. Ich brauche ein größeres Glas, dann könnte ich das da alles schön reinpacken. Das ist der neue Ampfe-Mix. Ja, scheiße. Ah, bin schon wieder überfordert. Nein, falsch. So. Kann ich das hier reinpacken? Naja, das dachte ich mir nämlich. Na, klasse. Beim Mix würde hier halt wieder was verloren gehen. Scheiße, dann kann ich ihm die 30 Gramm jetzt nicht bringen. Das tut mir auch leid. Ich brauche jetzt ein Glas, wo ich das reintun kann. 13 Gramm Drops, okay. Ja, dann liefere ich euch das noch kurz. Hat die Apotheke eigentlich noch auf um diese Zeit? Ich komme da jetzt eh nicht hin, weil Nacht ist. Das ist scheiße. Warte, ich habe gleich eine Idee. Ich weiß, wie es geht. 1 Gramm Ecstasy ist das noch drin. Das ist ja der Wahnsinn. Das wird eng. Neun Gramm, na klasse. Da muss ich nochmal Ecstasy kaufen. So, sie wollte 2, ne? Ja, muss ich eben nachbestellen. Ja, ist ja gut. Ah, ich habe hier eine Übersicht, das ist der Wahnsinn. Ja, Kokain hole ich mir jetzt gleich nicht. Ich will erstmal Ecstasy haben, 30 Gramm. Ah, schon wieder eine neue Nachricht. Ja, habe ich jetzt gerade nicht. Kann auch nichts dafür. So, nein, nachts hole ich keine Kohle ab. 17 Gramm Weed. Hä? Was? 17 Gramm Weed? What? Ich hab, glaube ich, nicht so viel. Muss ich eben gucken. Nee, ich hab... Doch, hab ich. So, wie gesagt, mein Plan war, das hier zu verpacken, komplett. Ja, ist mir doch egal. So, zum Inventar hinzufügen. Dann den Drogenmodus an. Ah. So. Achso, das sind 29 Einzelpackungen. Na, klasse. Was soll ich denn die jetzt alle hinklatschen? Shit. Na, das war ja wieder selten dämlich. Egal. Ich muss jetzt erstmal das hier reinpacken. Ach komm jetzt. Nein, nicht den Drogenmodus, danke.
10 Gramm davon rein, zack. Dann 20 Gramm Ampel, Labormodus, zack. Und dann habe ich es nämlich, dann habe ich die 30 Gramm. 10 mal 3, zack. Und dann sieht es doch gut aus. Dann muss ich ihm noch Weed vorbeibringen. Ja, Weed beende ich dann auch so langsam. Weil das brauche ich einfach nicht mehr. Ja, bin ich nicht mehr drauf angewiesen. Das Ding ist gegessen. So. Mach mal grün. Nee, Weed verkaufe ich aber jetzt gar nicht mehr. Nicht mal mehr an Dealer. Es reicht. 17, wie viel war das? Ich bin so scheiße. 17 Gramm, ja. Zack. Klasse. Gut, dann liefere ich das kurz ab. Ja. Wo sind sie denn, meine lieben Kollegen? Da. Ja, schneller. Komm. Die warten doch. Polizeistunde. Oh nein. Jetzt werde ich gleich wieder verhaftet. Ich sehe das schon kommen. Kann ich über Nacht wieder in der Zelle pennen mit diesen ganzen Alkoholikern? Na klasse. Dann rieche ich wieder wie eine Schnapsbar, wenn ich aus der Zelle rauskomme. Ah, so, hier. Na, das habe ich noch gar nicht, ey. Ist falscher Dealer. Oh, ich sollte das... Ey. Hallo, ich habe doch gesagt... Es stimmt was nicht. Gibt's doch nicht. So, wo muss ich hin? Vielleicht sollte ich hier nicht so um die Ecken sprinten. So, endlich kriegst du deinen Speed, mein Freund. Alle drei, ja. Oh, Respekt. Gut. So, wo ist der andere jetzt? Hier irgendwo. Wo hat denn der sich versteckt? Hier! Mein Charakter pustet und pustet. Das ist echt kein einfacher Job, ne? Wer Drogendealer, haben sie gesagt. Ist ein entspannter Job. Scheiße, da waren die Cops. Na, klasse. Muss mich irgendwo verstecken. Okay. Ganz überzeugt bin ich gerade nicht. Was habe ich denn dabei? Achso, ja, stimmt. So. 2 Gramm Ecstasy. Weil Dings ist hier. Ein Kunde. Irgendwo in meiner Nähe. Da. Ich bin so blind. So, du wolltest 2 Gramm. Kannst haben. Da muss ich da noch hin. Da muss ich das Paket noch abliefern. Abholen meine ich von Eddie. Nicht, dass das wieder geklaut wird. Ja, kannst du mal aus dem Weg gehen hier? Ja, das ist so unfassbar hier. So, das war Mia Klimpton. Hä, was habe ich denn hier? Achso, das ist meine Probierprobe. Achso. Dann hole ich erstmal das Paket ab. Wo ist denn das? Friedhofmülleimer. Ah, das ist doch in der anderen Stadt. Ja, das kann ich um diese Zeit knicken. Scheiße. Okay, wieder $200 bezahlen, das sehe ich eigentlich nicht ein. Weil ich darf während der Polizeistunde halt nicht über die Grenze. Ja, ich lasse mir was einfallen. Ich lasse mir was einfallen, ich bin ein Schlaukopf. Ja. So, ich packe aber erstmal meine Probierprobe einzeln hier weg. So, Drogenmodus. Ja, das nützt ja nichts. Das kommt alles hier drauf. Das sieht schön aus hier. Klasse. Dann hole ich mir erstmal Gläser, um das alles abzupacken. Oh Mann. Das ist ein Ablagesystem.
Das sind jetzt einfach meine Bierproben, scheiß der Hund drauf. Komm schon, gar kein Platz mehr hier. Mann, mach doch jetzt. Na, geht doch. Okay, dann muss ich irgendwie das Paket jetzt abholen. Wie mache ich denn das am besten? Weil ich passe mit dem Rucksack ja nicht durch. Ja, ist scheiße. Wie lange geht die Polizeistunde noch? Na, ziemlich lange. Geil. Nimmst du die Kohle? Natürlich nehme ich die Kohle. 4 Gramm. Ecstasy 2 Gramm. Okay. Jetzt mache ich erstmal Gras aus. Das will ich nicht mehr haben. Wo chillt der denn? Instinkt. Ja, wenn ich jetzt die ganze Polizeistunde abwarte, dann ist mein Paket weg. Ja, dann muss ich ja 200. Ja, habe ich überhaupt noch so viel Geld? Ja, nützt nichts. Ich muss das abholen. Dann muss ich zweimal durch den Tunnel. Aber vielleicht auch nicht. Ich werfe meinen Rucksack einmal über die Mauer. Ja, das ist gut. Ja, überall Polizei, ey. Könnt ihr nicht mal Feierabend machen? Ja, auch Polizei. Wo war nochmal dieser Gullideckel? Hä, der war doch hier, oder nicht? Nee, der war eine Straße weiter. Stimmt. Hä? Aber was soll denn das jetzt? Wo ist der? Wo ist der olle Gulli? Hä? Der war doch hier, oder nicht? Ah, hier, gut. Da muss ich gleich durchklettern, aber erstmal muss ich meine Tasche über die Mauer schmeißen. Was soll schon schief gehen? Pack aber bitte mal das Bargeld in die Hosentasche. Ja, das ist ja klasse gelaufen. Geht das überhaupt? Nee, Quatsch. Ja, klasse. Ja, neue Bestellung. Hab grad keine Zeit. Das funktioniert nicht. Ja, toll. Da muss ich doch zweimal durch den Tunnel. Ja, klasse. Ja, super, ey. Muss da auch noch so ein Dorfdepp stehen, wenn ich da lang will. Ja, jetzt ist wenigstens die Polizeistunde aufgehoben. Mein Bargeld habe ich auch noch. Exzellent. Na gut, nur ich eben das Paket habe. Ja, scheiß auf die 100 Dollar. Ich hab's ja. Oh Mann, Eddie, ey, kannst du das Paket nicht bitte unter meine Fußmatte legen? Ist doch scheiße so, wenn ich hier immer 100 Dollar für die dummen Tunnel ausgeben muss. Keine Cops, okay. Wegen 30 Gramm Ecstasy mache ich das. Ich dachte, ich hätte mehr bestellt. Geil. So, einmal hier durch. Dann einmal durch den Tunnel. Dann habe ich die Bestellung am Start. Wenigstens wurde das nicht geklaut, aber so eine mickrige Scheißbestellung. Kann ich verstehen, dass das niemand klaut. So, öffne mal bitte. $150 wird ja immer toller. Fuck you, ey. Fick dich, ey. Scheiß Penner. Ganz hart verdient Geld muss ich so einen Schwanz in den Rachen schieben. Ja, da war ich zu selbstbewusst. Ich dachte, ja, ich habe die Ausdauer. So, was wollen die Cops schon machen? Die
Die erwischen mich eh nicht. Ich bin der weiße Usain Bolt. Ja. Da sieht man wieder, was dabei rumkommt. So. Zack. Dann packst du mit dem Drogenmodus das einmal hier rein. Ja, wie verschiedene Stoffe. Willst du mich verarschen oder was? Da ist nur Ecstasy drin. Was wollt ihr denn alle von mir? Okay, die haben alle das Geld. Ihr wollt Ecstasy. 4 Gramm. Okay. Ja, ich liefere jetzt noch das Ecstasy bei dem Keks ab und dann war's das für dieses Video. Wie viel waren das? 13 Gramm, okay. Dann haben wir Cocaine, ja, das wird richtig geil. Dann wird es noch schneller vorangehen hier. Das strecke ich dann mit Zucker, glaube ich. Ja. He's running away. Taser, zack, zack, zack. Knallen die mich auch irgendwann ab, wenn ich voranschreite hier im Spiel, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, alle eine AK dabei haben und wenn die mich sehen, ratatatata, ich glaube nicht, dann wäre das Spiel ja vorbei. So. Schalte Downtown frei, um nach Norden zu expandieren, ja, das dauert noch ein bisschen. Naja, wie gesagt, das wär's für dieses Video. Ich bedanke mich, RDLP, und beim nächsten Video verticken wir dann das Koks. Ha. Dann werden wir richtig Tony Montana. Bis dann.